Was geht ab, Leute? In diesem Video geht es einfach nur um Leaks, Leaks und Leaks. Wir sprechen über Season 8, eine neue, eventuell Kapitel 3 Map. Das zweite Event kommt auf uns zu und zwar wird es das Storylife-Event sein. Alle Informationen, wie gesagt, auch Informationen über diese aktuelle neue wilde Woche, die jetzt zurückkommen werden und noch viel mehr. Falls ihr aktiv in Fortnite seid und euch regelmäßig was aus dem Itemshop kauft, Freunde, oder allgemein euch was aus dem Itemshop kauft, egal ob das selten oder häufig ist, vergisst nicht meinen Creator-Code LightSky10 dort einzutragen. Fliegt alle 14 Tage raus, nur dass ihr Bescheid wisst. Also Dankeschön an alle, die es getan haben oder noch tun werden. Aber jetzt starten wir direkt mit dem Video und den Leaks. Seit einigen Tagen gibt es eine Menge Leaks, Freunde. Ihr habt ja schon gemerkt, dass es allein bei dem letzten Video Informationen über Orte und Skins aus Season 8 oder allgemein Details gab für ein kommendes Event und noch viel mehr. Das ist aus dem Grund, weil Epic Games ein Fehler unterlaufen ist und durch diesen Fehler konnten viele Leaks rausgenommen werden oder viele Dateien rausgefischt werden, weshalb wir so viele Informationen über kommende Sachen haben. Und ja, es wird ein zweites Event in dieser Season geben. Wir werden ein zweites Live-Event bekommen und das wird ein Story-Event sein. Und der Codename für das Event lautet Kiwi. Kiwi, einfach ganz normal, Freunde. Muss jetzt eigentlich nichts, was heißt eigentlich, es muss nichts mit dem Live-Event zu tun hat, haben, außer die Kiwi zerstört die Map oder die bezeichnen das Mutterschiff als Kiwi. Was ich nicht glaube, denn das Mutterschiff wird aktuell nur als Mutterschiff in den Dateien selbst so betitelt und auch in-game bei den ganzen Aufträgen. Aber Freunde, was wir wissen, ist, dass dieses Event nicht komplett, aber zu 50 oder 40% geleakt wurde. Die Effekte, die Dateien, wir wissen, was da genau passiert. Ich werde euch aber nicht spoilern. Ich sag nur den Codenamen und ich sag nur, okay, wir werden ein Live-Event bekommen. Aber es gibt eine Theorie, Freunde, weil ich weiß nicht ganz genau, wirklich, wann das stattfindet. Aber es gibt eine Theorie, die besagt, dass das Event mit Corny Complex zu tun hat. Denn ihr wisst ja, Freunde, Cobble Castle wird aktuell vom Mutterschiff eingesaugt und entführt. Coral Castle ist unter anderem gerade in der zweiten Stufe, bevor das Mutterschiff fertig ist. Und danach, also nach Coral Castle, wenn das Mutterschiff fertig ist, wird es zu Corny Complex gehen und diesen Ort zerstören bzw. entführen. Und da Corny Complex ein sehr, sehr, sehr wichtiger Ort aktuell ist, oder die Hauptbasis von dem IO auf der Insel, die haben ja auch noch einen Untergrundkomplex unter der Map, aber auf jeden Fall auf der Insel gibt es nur Corny Complex als Hauptbasis und wenn diese zerstört wird, verliert der IO gefühlt alles. Aber die haben einen Plan. Der IO hat einen Plan, denn seit dem letzten Update gibt es eine Bombe in den Dateien. Seit dem Anfang des Season wissen wir, okay, der Plan der IO ist es, eine Bombe zu bauen oder zumindest ein explosives Gerät, was das Mutterschiff zerstören wird und damit die Aliens besiegen. Und jetzt wissen wir, wie diese Bombe aussieht. Ich blende euch einmal von Koma auf Twitter ein 360-Grad-Video ein, wie diese Bombe dann ungefähr aussehen könnte. Es gibt vielleicht noch andere Details, die dann später erst reinkommen. Aber zumindest wissen wir, okay, die Bombe ist drinne und in den Dateien wird das als Countermeasure-Bombe genannt oder betitelt. Als nächstes, Freunde, wissen wir bezüglich dem Story-Event, dass auf PlayStation oder im PlayStation-Store steht, dass die aktuelle Saison am 14. September endet. Das ist ein Dienstag. Aber offizielle Enddatum in-game als auch auf der offiziellen Fortnite-Website ist der 12.9. Das ist ein Sonntag. Und wenn PlayStation etwas früher liegt als Fortnite, ist es sehr wahrscheinlich, aber muss nicht stimmen. Es kann noch ein Fehler von PlayStation sein, was ich nicht glaube, aber trotzdem ist das möglich. Aber was meine Theorie ist, dass wir dann das Event, das zweite Story-Event mit dem Codenamen Kiwi, am 12.9. am Sonntag bekommen werden und wir danach, wie damals mit dem Schwarzen Loch, eine 2 Tage lange Downtime haben werden, bis dann Season 8 oder die nächste Season nach Season 9, Season 7, sorry, am 14. September startet und zwar den Dienstag. Müssen wir schauen, Freunde, es ist möglich, weil ein Sonntag ist ein sehr komischer Termin für die Veröffentlichung und für das Beenden einer Season. Bin mal gespannt drauf. Als nächstes machen wir weiter mit der Suicide Squad. Wir hatten ja einmal den Reddit Leak, dass es noch einige andere Justice League und Suicide Squad Mitglieder geben wird, die dann nach und nach erscheinen werden. Wir haben jetzt Wonder Woman noch bekommen, Superman und natürlich jetzt noch diese Skins. Und zwar werden die nächsten Suicide Squad oder Task Force X Mitglieder erstmal King Shark und das Weasel sein oder das Weasel.
Ich bin mal gespannt drauf, weil King Shark ist, glaube ich, der beste Charakter aus dem Suicide Squad und der Lieblingscharakter auch von vielen Leuten. Weasel ist jetzt nicht so krass, ist auf jeden Fall lustig, ein sehr lustiger Charakter, aber wir haben jetzt nicht viel über ihn erfahren und viele Szenen gab es auch nicht in dem Film. Als nächstes haben wir einen Leak von Hypex wieder mal. Und zwar behauptet er, dass es eine weibliche Version von Cloakstar mit einem passenden Rückenaccessoire und einer passenden Spitzhacke bald geben wird. Zumindest ist es in Planung und in Arbeit. Also muss es auch jetzt nicht unbedingt reinkommen. Dann wisst ihr auch, oder hoffentlich wisst ihr das auch, dass vor einigen Wochen Epic Games in dieser Season ein neues Konzept Royal Event gestartet hat. Dort konnten Leute halt ein Formular ausfüllen oder sich anmelden, bewerben vor allem und dann ihre Konzepte einreichen. Diese werden dann von Epic Games angeschaut und dort wird dann bestimmt, welche Skins jetzt wirklich es ins Spiel schaffen, und an denen dann später gearbeitet wird. Und diese Skins werden diesen Winter rauskommen. Wir haben zwei Gewinner und zwar einmal auf Twitter haben die ganzen. Haben die zwei Gewinner angekündigt. Einmal Ibdat heißt der erste Gewinner, der zweite Gewinner heißt Alter Calls. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Aber das erste Konzept ist eine uralte kalte Herrscherin oder Kriegerin, die dann ein passendes Rückenaccessoire und eine passende Spitzhacke haben wird. Sieht sehr cool aus und ich feiere allgemein das Outfit oder die Aura von dem Skin. Jetzt nicht unbedingt Aura, aber die Farben auf jeden Fall. Als nächstes haben wir einen rachesüchtigen Skin, ein Skelett, ein toter Mann. Ich weiß nicht, ob das für den Winter geplant ist oder ob das einfach zum Winter passt oder zu Weihnachten vielleicht. Aber zumindest werden wir diese zwei Skins in Zukunft bekommen. Vielleicht planen die den zweiten Skin in Richtung Halloween dann rauszubringen. Dann haben wir Leaks zu Fahrzeugen, Freunde, an denen gearbeitet wurde. Das heißt nicht, dass sie zu 100% in Zukunft rauskommen werden, aber zumindest wissen wir, okay, an denen wurde gearbeitet. Wir haben einmal Po'Boy, großer Truck, Sports-Truck, Großstadtbus, Strandbuggy, HMV, oder HMV oder HMEV, Partyvan, Polizeiauto und Rallyeauto. Das sind alle Fahrzeuge und ich hoffe mal, dass ich Bilder zu all diesen Fahrzeugen einblenden kann, damit ihr wisst, wie ihr ungefähr oder damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das genau aussehen könnte in Fortnite oder was das überhaupt für Fahrzeuge sind. Als nächstes haben wir Codenamen oder Namen der kommenden Emotes. Als erstes haben wir ein Kumpel-Rückwärtssalto, also ein Buddy-Rückwärtssalto, ein glänzendes Emote, ein Schlürfsommer-Emote, ein Ant-Man-Emote, wahrscheinlich verworfen, ein Motorrad-Wahnsinn-Donuts-Emote, das wird, denke ich mal, ein Emote sein, wo man einfach mit dem Motorrad so Donuts machen wird, ein Emote, wo man Fußabdrücke prüfen wird, ein Emote, wo man was Say Cheese heißt, also ich denke mal, das wird so ein Foto sein, Balldribbel und Schuss, also ein weiteres Fußball-Emote, dann ein tibetanischer Armtanz und Party-Jazz und Delfin. Das sind Emotes, die bald rauskommen. Als nächstes haben wir Items und Gegenstände, die rauskommen werden. Einmal Doppelsprung, Leben, Schildregen, Unsichtbarkeit, Eilen, Dash, Giftwolke, Lebensdieb, Heilungsgranate und Schildblase. Ich glaube, Schildblase ist ja damals in Season X schon rausgekommen. Aber vielleicht wird es eine Bubble sein oder eine Kugel oder ein Kreis, was auch immer, bei dem man Schild bekommen kann, wenn man da reingeht. Jetzt kommen wir zum interessantesten Teil dieses Videos und zwar gibt es unveröffentlichte Ortsnamen für eine Map namens der Meta. Das könnte eine Map für einen brandneuen und krassen Modus sein, wie der aktuelle Hochstapler-Modus. Oder vielleicht ist es eine Map für Kapitel 3. Denn dasselbe ist damals mit Kapitel 2 passiert. Kurz vor dem Ende von Season 10 gab es auch einen Leak mit 12 benannten Ortsnamen oder den Codenamen der aktuellen Orte, wie zum Beispiel Beachy Bluffs oder Power Plant. Das waren die Codenamen von Steamy Stacks und Sweaty Sands. Und das ist ja wirklich passiert. Vielleicht ist es derselbe Leak, nur halt viel früher. Weil, wie gesagt, es gab einen Fehler und deshalb konnte Hypex überhaupt diese Namen rausfinden oder diese Namen und veröffentlichen. Und das sind 11 Orte, Freunde. Die Map heißt auch Demeter. Das ist eine griechische Göttin, also aus der griechischen Mythologie. Und da die Kapitel 2 Map auch den Codenamen oder den Namen von einem griechischen Gott hat namens Apollo und die Kapitel 1 Map einen Namen eines griechischen Gottes hat namens Athena oder Athena, ist es möglich, dass es wirklich die Map von Kapitel 3 ist. Es kann auch aber ein brandneuer Modus sein, also ich bin mir da nicht so sicher. Trotzdem haben wir die Orte Kenno Shop, Dragonsmore Cave, Farm, Forest Ruins, Haunted Hotel, Hiking Visitor Center, Hydropower Station, Camp, Castle, Mansion und Prison.
Also das erste wird irgendwie so ein Laden sein, danach werden wir eine Höhle bekommen, eine Drachenhöhle, eine weitere Farm. Ihr merkt schon, es gibt auch einige Wörter, die da fehlen. Es könnten auch Orientierungspunkte sein. Danach werden wir Waldruinen bekommen, ein gejagtes Hotel, also ich glaube ein Spukhotel. Danach werden wir ein Besuchszentrum bekommen. Ich glaube, das wird so ein Laden oder so ein Einkaufszentrum sein. Danach werden wir eine Powerstation bekommen. Ich glaube, das wird der Staudamm sein oder sowas ähnliches wie ein Kraftwerk. Ein Camp, ein Schloss, ein Gefängnis und noch eine Villa, Freunde. Das sind alle Orte, die jetzt geleakt wurden. Ich kann aktuell nichts bestätigen, aber Hypex geht davon aus, dass es für einen LTM sein wird, wegen den IDs, die halt nicht ausreichend für eine große Map sind und das halt für eine kleine Map spricht. Und zu guter Letzt gibt es neue Beutestufen, die geleakt wurden für Sideways Monster, die wahrscheinlich dieses Halloween rauskommen werden. Wir haben vier unterschiedliche Beutestufen. Man weiß nicht ganz genau, was das genau sein wird, aber das sind die Codenamen für diese Beutestufen. Einmal Beute Sideways schwach, Beute Sideways stark, Beute Sideways super stark und Beute Sideways zickzack. Das letzte wird ein Jumpscare sein. Vielleicht sind das die Codenamen der Zombies. Denn es wurden auch die Vermächtnisse, also die Legacies oder einfach die Achievements geleakt für die nächste Season. Es gibt zum Beispiel öffne eine Vorratslieferung oder eliminiere jemanden, der gerade eine Vorratslieferung öffnet und so weiter. Also die ganz normalen, die wir aktuell sowieso haben. Oder mach so und so viele Siege. Aber eines der Vermächtnisse auf Deutsch lautet: Eliminiere Kreaturen, Spieler und so weiter. Also das spricht für neue Kreaturen oder NPCs, Monster, was auch immer, die halt das einfach nur bestätigen, dass wir Sideways Monster bekommen werden. Und ich denke, diese Monster hängen mit Kevin dem Würfel zusammen, weil es einfach perfekt für das Halloween wäre und da sowieso Kevin bald zurückkommen sollte, laut den ganzen Leaks. Bevor ich das Video beende, Freunde, wisst ihr, dass seit gestern die wilden Wochen bis zum Ende dieser Season zurückkommen werden. Also wir werden jede Woche ein neues Thema haben, was den Lootpool beeinflussen wird und halt neue Aufträge haben. Und in dieser Woche haben wir das schallgedämpften Thema, also das Thema, wo alles gefühlt leise ist. Dafür wurde das Sturmgewehr in episch und selten, die Pistole in episch und selten und alle Repetier-Scharfschützengewehre in den Tresor gebracht. Und im Gegenteil wurden alle schallgedämpften Versionen der oben aufgezählten Waffen aus dem Tresor geholt. Also zum Beispiel das epische und seltene schallgedämpfte Sturmgewehr, das epische und seltene die epische und seltene schallgedämpfte Pistole und die schallgedämpfte Variante des Repetier-Scharfschützengewehres ist auch wieder da. Dann sind jetzt Verwandler oder Objektwandler häufiger zu finden und Objektverwandlungen sind häufiger bei den Charakteren oder bei den NPCs zu kaufen. So, das war die wilde Woche. Nächste Woche werden wir auch was anderes bekommen, was mit Gleiten zu tun hat. Und es gibt auch eigene Aufträge, mit denen ihr Erfahrungspunkte sammeln könnt. Die aktuellen Lauten machen Schaden mit schallgedämpften Waffen. Das könnt ihr auch bei den Eindringlingen machen oder bei anderen Sachen wie zum Beispiel Tieren. Wow, das war ein wieder mal langes Video. Ihr seht schon, dass auf jeden Fall eine Menge geleakt wurde. Es ist krass, was wir in den letzten paar Tagen bekommen haben. Und ich hoffe trotzdem, dass ich euch unterhalten konnte. Danke fürs Einschalten. Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen. Und schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare, wie genau diese wilden Wochen euch gefallen oder die Leaks euch hypen. Mich hat es auf jeden Fall extrem. Und ich wünsche euch allen jetzt noch ein wunderbares und schönes Wochenende. Haut rein und ciao.